Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von LS22 auf der Elm Creek. Ja, wir haben in der letzten Folge angefangen, da hinten zu dreschen. Wir haben auch so schon unseren allerersten Wagen zusammen. Ja, wir konnten ihn leider nicht bis ganz oben hin voll machen. Dafür fehlt uns leider die zulässige Höchstlast. Wir haben leider einen großen Strich durch die Rechnung gemacht, aber sei es drum. Da kriegen wir auch noch irgendwie so hin, denke ich mal. Also da mache ich mir momentan mal keine Sorgen. Ja, derweil sind wir hier fleißig am Spritzen. Ich sag mal so, Düngenspritzen, das sind eigentlich immer sichere Einnahmequellen. Wenn das durchläuft, hat man auf alle Fälle richtig Kohle. Also das kann ich auf jeden Fall empfehlen, sich eine Spritze anzuschaffen. Es lohnt sich. Düngersteuer steht eigentlich normalerweise so bei jedem irgendwo auf dem Hof, denke ich mal. Würde mich wundern, wenn den wirklich niemand bei sich hat. Dann wollen wir mal gucken. Wenn wir das Feld durch haben. 21 und dann geht es irgendwo nach oben. Wo ist eigentlich 21 überhaupt? Ach, das ist so ein ganz kleines Ding da. Ja, das wird noch ein Spaß. So, Zeitbreite wieder auf Maximum. Und dann geht's hoch zur 21. Du, Kollege, du musst zur, ich würde jetzt sagen, in 62, 61. Ja, da kannst du eigentlich einiges machen. Fleißig bei der Arbeit. Und dich kann ich an die Arbeit bestimmt noch schicken. Zuvor allerdings, warte, was ist das CP-Menü? Kurs speichern. Ach so, ich glaube, ich weiß, wo mein Fehler wahrscheinlich immer war. Neuer Ordner. 11.057. Ah, da war der Fehler. 57 Dreschen 10,8 Meter. Den Kurs haben wir jetzt geladen. So, Alt Z, Alt X. Und der Ballenzähler auf 0 ist. So, ja. Job erstellen, CP Feldarbeit. Starten wir mal hier vorne. Am ersten Wegpunkt einfach. Dann machen wir es anders. Wenn es nicht klappt, müssen wir das halt eben irgendwie anders regeln. 10,8 scharf, Vorgewende 2. Ich glaube, Überlappung hatte ich bei 0.
dann, glaube ich, starten, würde ich sagen. Presse wurde angeschmissen und dann geht's jetzt los. Ab geht die Ballenparty. Ja, die Spur ist hier leider nicht ganz optimal verlaufen, also das muss ich dann nachpressen. Der ist gleich oben angekommen, der ist auf dem Weg und der steht hier voll. Das ist jetzt auch ein bisschen ungünstig. Bräuchten eigentlich einen zweiten Abfahrer. Und auch einen großen. Oh. Auch ordentlich was laden kann. Nur ist da halt leider die große Frage, was nimmt man da? Natürlich so ein schöner Powertube, der kann gut laden. Also da muss ich sagen, mit Aufbau haben wir ein gutes Fassungsvermögen. Weil irgendwie ich auf diesen Brandner richtig Lust hätte. Könnte auch ordentlich was an Gewicht drauf, weil der hat auch gut Eigengewicht. Ah, da will mir irgendwie der Powertube oder noch besser der Powerpush. Irgendwie lieber. Kostet natürlich wahrscheinlich ja, eigentlich an sich ein gutes Stückchen mehr. Aber wenn es ist, können wir den zum Miststreuer umbauen. Also ist mehr oder weniger ein heikles Thema. So 61 kann ich nicht bearbeiten, das ist jetzt ein bisschen bescheiden. Da finde ich jetzt nicht ganz so schön, aber gut. Man kann auch nicht unbedingt alles. Wenn ich mal überlege, hier kommt gut was zusammen, würde ich es mal behaupten. Ja, also mit dem zweiten Anhänger, da müssen wir uns auf jeden Fall mal drum kümmern, weil wir sind jetzt wirklich an einem kritischen Thema. Aber gut, ich habe ehrlich gesagt auch nicht damit gerechnet, dass das wirklich am Ende des Tages so viel ist. Beziehungsweise, dass wir generell einfach mal solche Engpässe kriegen. Na gut, was will man erwarten? Wir haben eigentlich so einen richtig großen Drescher. Ich sag mal so, wir haben im Vorsatz von 10,80 Meter arbeitet. Das ist nicht klein. Das Ding kostet auch wahnsinnig eine Stange Geld. Wenn einen der kleinsten Wagen hat, der sollte sich eigentlich nicht wundern. Und hier können wir auch nicht arbeiten. Viele gute Missionen dabei, aber kaum. Hier können wir auch nicht arbeiten. Eieiei. Also, das funktioniert nicht. 62 funktioniert nicht. Und die 58, auch wenn die gut Geld bringen würde, funktioniert nicht. 56 und 55 sind nächste Hoffnung. Oder erstmal 37. Das liegt nämlich dicht da dran. Erstmal 37. Da kommt Ballenpresse. Was hast du eigentlich schon gepresst? 9 Ballen.
Ach du Jemine. Also brauchen wir auf alle Fälle was Größeres. Eigentlich wollte ich überwiegend Kredit zurückzahlen, aber nach aktuellem Stand müssen wir erstmal, glaube ich, uns einen schönen großen Wagen kaufen, dass wir überhaupt richtig dreschen können. Weil das Ding, das steht jetzt, kostet. Und das ist an sich eigentlich gar nicht mal so schön. Also von daher, ja, sind wir wohl oder übel wirklich gezwungen, uns einen Anhänger zu kaufen. Ich will mir jetzt nicht ernsthaft erzählen, dass das kleine bisschen da hinten. So, dann geht's für den zum Feld 12. Mal eben erst die 38, 38, 36, 37, und dann wandern wir immer weiter ein bisschen rüber. Ich glaube, so machen wir das ungefähr. Schneidwerkzeug steht noch immer im Weg. Das ist jetzt auch ein bisschen ungünstig. So. Nicht ganz das Schöne, aber so werden wir hoffentlich auf jeden Fall dann diese Route. Der Ball wird jetzt ein Problem. Das sah ich jetzt schon voraus. Der wird sich darauf festfahren. Schiebt den einfach dann beiseite. Schiebt die Ballen schon mal zusammen. Aber die sind ein bisschen langjährig, wenn ich es mal so überlege. Brechen und pressen auf einem Acker. Eigentlich kann man das vergessen. Jetzt geht's. Ne, der fährt nicht weiter. Da mehr oder weniger muss man drauf kommen. Ich glaube, wenn wir den mal abgetankt haben, dann kann unser kleiner Fergie schon wieder abhauen. Wird eigentlich der 6 eher lang? Ah, der ist gleich da. Warte.
kleines Problem. Dann schmeißen wir den mal eben an. Ist der zum Glück leicht durch. Dann können wir für den uns einen Anhänger kaufen. Dass wir noch irgendwie ansatzweise der hohen Dreschleistung entgegenwirken können. Klappt das überhaupt? Das Feld klappt überhaupt nicht. Ja gut, dann geht's wirklich zu Feld 7. Und ich würde auch sagen, das war's mit der Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wenn ja, sehen wir uns das nächste Mal wieder. Und damit, tschüss. Und bis zum nächsten Mal.